Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du dieses Interview erstmalig in meinen Podcast hörst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit dem Experten Uwe Grämer über das Thema CBD, deren Wirkungsweisen und Anwendungen. Wir sprechen unter anderem darüber, wo sind die Unterschiede zum Beispiel zwischen CBD und THC. Warum wurde Hanf verboten? Wie wird CBD gewonnen? Welche Stoffe sind neben dem CBD noch für deine Gesundheit relevant? Was ist das Cannabidiolsystem in deinem Körper? Was macht die CBD-Qualität aus? Und wir beantworten natürlich wieder Fragen aus der Community. Du hast im Vorfeld die Möglichkeit, meinen Interviewgästen Fragen zu stellen auf meinem Instagram-Kanal functional.basics in der Story. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Und wir geben dir hier Impulse, Erfahrungen und Tools aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen an die Hand. Uwe ist unter anderem auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat in seinem Leben wirklich wahnsinnig viel schon erlebt. Das Interesse an Hanf war bei ihm schon immer sehr, sehr groß und aufgrund deren Anwendungsvielfalt von CBD und eigener Erfahrung im Familienbereich, im Bereich Epilepsie, hat er sich überlegt, warum soll ich CBD so teuer importieren, wenn ich doch Hanf selber anbauen kann? Und über diese Geschichte und über CBD selbst erfährst du mehr in diesem Interview. In den Shownotes findest du noch mehr Impulse und Artikel rund um das Thema Gesundheit und CBD. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de/uwe-grämer findest du noch mehr Hintergründe zum Thema CBD und zu Uwe seiner Arbeit. Auf meiner Homepage findest du einen kostenfreien Gratisbereich, der im Rahmen von Gesundheit ist für alle da, dir Möglichkeiten bietet, um ursächlich deine Themen zu bearbeiten. Dort findest du entsprechend Workbooks, Webinare und kleine Minikurse, die du kostenfrei absolvieren kannst. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de findest du auch die Rubrik Online-Angebote und Coaching. Auf meiner Homepage und in den Shownotes findest du auch den Zugriff zum Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum meine Antwort auf Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Der Functional Basics Guide ist die modernste Wissensplattform in verschiedenen Fach- und Lebensbereichen. Mein Ziel ist es dort, dir regelmäßig Impulse, Know-how und Hintergrundwissen, Tools, Workbooks, Übungen an die Hand zu geben, sodass du deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität kreieren kannst. Sodass du das Leben leben kannst, was du dir wünschst. Und da fließen alle Interviews, die ich führe, hinein. Dort kannst du direkt von den Experten, von dem Wissen profitieren und du erhältst zusätzlich den vollen Zugriff auf alle Angebote, die ich online von Functional Basics kreiert habe und kreiere. Also das ist ein Riesenprojekt und ich hole mir immer mehr authentische Experten hinzu, die dir Lösungen liefern. Functional Basics Guide. Direkt in den Shownotes oder auf der Homepage hier anschauen. Die ersten 14 Tage sind kostenfrei anschaubar, kannst du alles testen, alles probieren im Rahmen von Gesundheit ist für alle da. Wenn du Fragen an meine Experten hast, dann kannst du jederzeit auf dem Instagram-Kanal functional.basics in meiner Story meinen Interviewgästen Fragen stellen. Diese beantworten wir dann entsprechend in dem Interview. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest. Mach einen Screenshot und teile diesen gern im Social Media und verlinke mich mit Functional Basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Uwe Grämer, CBD, Wirkungsweisen und Anwendung. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics.
deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute dreht es sich um das Thema CBD, Wirkungsweisen und Anwendungen. Und dazu habe ich mir den CBD-Experten Uwe Krämer eingeladen. Grüß dich, Uwe. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema sprechen. Wir haben ganz viele Fragen auch aus der Community, die ihr im Vorfeld mir stellen könnt, aufgenommen. Und bevor wir auf das Thema CBD, Wirkungsweisen, Anwendungen und zu sprechen kommen, Uwe, wie bist du denn zum CBD gekommen und wie war so dein Werdegang, um entsprechend Frankenwald Hanf zu gründen? Ja, um es zu gründen. Also ich bin auf Bauernhof groß geworden, habe mich irgendwann mal dazu entschieden, wegzugehen. Ich wollte in die Welt, habe studiert, verschiedene Sachen ausprobiert, bin dann irgendwann in Berlin gelandet und in Berlin war das Thema Hanf ja sehr dominant, sage ich mal, habe da auch den anderen Hanf kennengelernt. Hanf, wie er jetzt bei uns wächst, war für mich schon ein Begriff, so Hanffaser, Hanfseile, Hanfpapier habe ich schon mal im Kopf gehabt, aber hat mich nie wirklich interessiert. Bis ich eines Tages online eine Dokumentation gesehen habe von einer amerikanischen Familie, deren Tochter hatte Epilepsie und es wurde behauptet, dass dieses CBD aus dem Hanf ihre Anfälle so weit reduzieren konnte, dass sie keine Medikamente mehr gebraucht hat. Das Leben wurde erträglich und das alles nur mit einem Stoff aus der Hanfpflanze. Das hat mich irgendwie neugierig gemacht. So. Bin dann nach Hause gekommen, wieder in den Frankenwald gezogen und habe da wieder jemand getroffen mit Epilepsie. Und dann haben wir einfach CBD aus der Schweiz geordert und haben das probiert und es hat geholfen. Es war richtig teuer. Dachte ich mir, wir haben doch einen Bauernhof, ich kann das selber anbauen. Gesagt, getan, vor 6 Jahren haben wir zum ersten Mal legalen Faserhanf bei uns auf den Feldern angebaut und seitdem viel gelernt von der Pflanze, die Ernte optimiert, viele tolle Menschen kennengelernt und eben auch viele tolle Erfahrungen mit diesen Cannabidiol machen dürfen. Jetzt hast du schon einen Begriff einmal in Raum geworfen, Cannabidiole, ne? Du hast aber auch Hanfpflanzen erwähnt. Du hast in Berlin Erfahrung mit Hanf gemacht und zwar hast du gemeint, einen anderen Hanf als den ihr anbaut. Jetzt ist meine erste Frage. Der eine oder andere denkt vielleicht Hanf, okay, irgendwie Tütchen rollen und irgendwas qualmen. Wo sind denn die Unterschiede zwischen den Hanfsorten, die du vielleicht jetzt in Anführungszeichen Berlin konsumiert hast und was ihr anbaut? Wo sind da die Unterschiede? Ja, viele Leute kommen zu uns und fragen tatsächlich, was macht denn das süchtig? Wird man da high davon? Versuche ich den Menschen zu erklären. Sag, im Endeffekt kann man die Pflanzenfamilie Cannabis in verschiedene Gruppen unterteilen. Das, was man in Berlin auf der Straße kaufen kann, das leicht berauschend wirkt oder was auch immer. Der Hauptwirkstoff in dieser Pflanze ist sogenanntes THC, das Tetrahydrocannabidiol, Cannabinol. THC macht high, berauscht leicht. In unserem Faserhanf darf dieses THC nicht vorhanden sein. Alles, was über 0,2% Wirkstoffgehalt hat, ist nicht mehr verkehrsfähig und diese Pflanzen dürfen wir auch nicht ernten. Mhm. Wie kommt es dazu, dass die Pflanzen so wenig von diesem Rauschwirkstoff haben? Ja, das sind verschiedene Züchtungen, verschiedene Selektionen. Weltweit wurde geforscht. Manche Pflanzen wachsen groß, bilden viele Fasern, andere haben viele Samen drin. Bei den anderen kommt es wieder auf die Blüten an. Und die Sorten, die wir legal als Landwirt anbauen dürfen, werden entweder für Fasern, Samen oder Blütenernte genutzt und haben eben diesen Rauschgehalt, THC, nicht drin. Dafür viele andere Cannabinoide. Der Hanf enthält über 100 verschiedene ätherische Öle, Terpene, Cannabinoide. So, das ist eine Sinfonie der Wirkstoffe, was diese Pflanze beinhaltet. Also
Hier nochmal zusammengefasst, THC ist das, was einen diese berauschende Wirkung verschafft, in jeglicher Form, wie man es konsumiert. Und das ist in euren Pflanzen rausgezüchtet. Musstet ihr das rauszüchten oder gibt es da eine Pflanzengattung, die einfach kein THC entsprechend enthält? Also angefangen habe ich mit einer finnischen Hanfsorte, Finola nennt sich die. Die hat ein Professor selektiert in verschiedenen Züchtungsversuchen, hat immer wieder die Werte gemessen und die Pflanzen, die stabil den niedrigen Gehalt hatten, die hat er vermehrt und zertifizieren lassen. Die stehen jetzt in einer Liste drin. EU-weit gibt es um die 30 verschiedenen Hanfsorten, die für Landwirte legal verfügbar sind. Und in dieser Liste steht eben auch diese Finola-Hanfpflanze drin. Und die werden über der Selektion quasi. Das ist keine genetisch veränderte Gattung so. Die werden einfach selektiert, analysiert. Und wenn sie die richtigen Eigenschaften haben, werden die weiterentwickelt und gezüchtet. Und diesen Hanf bauen wir an. Das andere, Gras, Cannabis, Weed, das wächst eher im Verborgenen, in irgendwelchen Hinterhöfen, in dunklen Kellern mit künstlicher Beleuchtung. Unser Hanf wächst ganz offiziell auf dem Acker, so wie alle anderen Pflanzen, Getreide, Kartoffeln, verschiedene Grassorten. So wächst unser Hanf legal draußen. Okay, also muss man da jetzt sich vorstellen, dass da irgendwelche Wachen stehen und den beschützen? Weil das könnte man jetzt vorstellen, dass der eine sagt, ja, jetzt erzählt er, da ist kein THC drin, das probiere ich mal. Da gehe ich hin und zünde mir eine Pflanze an. Müsste das in irgendeiner Form absichern, das Gelände? Gestern war bei uns ein sehr interessierter älterer Herr, der wollte auch was über Cannabidiol erfahren. Habe ihm ein bisschen was erklärt, wie und wo wir das anbauen. Da war das tatsächlich ein Landwirt, der das vor 20 Jahren im Landkreis Kulmbach, der Nachbarlandkreis, zum ersten Mal angebaut hat. Ihm ging es darum, die Fasern aufzubereiten. So, da waren sogar verschiedene Maschinen, die die Regierung gesponsert hat. Letztendlich sind die Maschinen kaputt gegangen, weil die nicht reif waren für die Hanfernte. Es gibt in Europa noch ganz wenig Maschinen, die diese Pflanze überhaupt managen können. Die Chinesen, die waren schlau, die haben ihre Maschinen niedergeworfen damals. Ne? Bei uns wurde der Hanf ja verboten 1935 und alle existierenden Maschinen wurden verschrottet und weggeschmissen. Dieser Landwirt hat vor 20 Jahren Hanf angebaut und hat gesagt, na, und wie ist denn das bei euch? Werden da nichts geklaut? Bei uns haben die Hunderte von Metern die Blüten abgeschnitten. Da habe ich gesagt, naja, die haben dann auch gemerkt wahrscheinlich, dass es denen gar nichts gebracht hat, weil der Hanf eben nicht berauschend wirkt. Ne? Ich habe unsere Felder nie gesichert. Ich hatte einfach immer ein gutes Gefühl. Im ersten Anbaujahr habe ich mich ganz weit versteckt so am Waldesrand. Niemand kannte diese Ecke, deswegen hatte ich auch keine Angst. Sondern in den darauffolgenden Jahren dachte ich mir, na, wenn jemand ein paar Blüten mitnimmt, sich da einen Tee draus braut, der übrigens nicht legal ist, also man darf aus diesen Blüten keinen Tee zubereiten, dann haben die Leute zumindest mal einen Einblick, was der Hanf für einen Geschmack hat, ob er ihnen gut tut. Und im nächsten Jahr kommen die vielleicht zu uns und fragen, ey, dürfen wir da mal probieren? Das interessiert uns. Ne? Also ich habe nie Sicherungen getroffen, nie. Okay. Warum wurde denn Hanf 1935 verboten? Das ist eine lange Geschichte und manche ziehen jetzt dieses Verschwörungstheorie-Schild raus. Im Endeffekt ging es um wirtschaftliche Interessen. So, in den Staaten war es soweit, dass synthetische Fasern entwickelt wurden. Nylon, Perlon, DuPont war da ein ganz großer Player. Dann gab es Maschinen, die die Baumwolle schön schnell verarbeiten konnten. So, der Hanf wurde einfach zur Konkurrenz von irgendwelchen neuen Produkten, die eingeführt werden sollten. Es gab auch einen Minister, der angeblich befreundet war mit dem Nylon-Produzenten. Und so haben die gesagt, hey, wir können viel mehr Geld verdienen, wenn der Hanf nicht mehr legal ist. So. Des Weiteren waren viele Medikamente tatsächlich mit Hanfanteil, mit THC, mit CBD. Hanf war früher in vielen Apotheken eine der Hauptmedizin. Ja, und die neuen synthetischen Sachen waren einfach für andere Wirtschaftszweige sehr interessant. Und der Hanf, den jeder selber anbauen konnte zu Hause, war gefährlich für die Gewinne. Und so wurde der Hanf 1935, denke ich, auf der Weltopiumkonferenz, da ging es eigentlich um Opiate und solche Sachen, aber ein sogenannter Minister Anslinger hat dafür gesorgt, dass der Hanf auf dieser Konferenz
mit in das Verbot kam, in USA beginnend. Und in den Folgejahren wurde die Pflanze einfach nur noch diffamiert, verunglimpft. Es wurden Filme präsentiert, wo gezeigt wurde, dass Schwarze, die gekifft haben, die weißen Frauen misshandeln und zu teuflischer Jazzmusik tanzen, weil die alle so berauscht sind. Es wurde quasi ein Irrglaube in den Köpfen der Menschen eingepflanzt. So. Und nach ein paar Jahren haben alle gesagt, hey, ja, der Hanf, der ist schlecht. Das Gute ist, der verboten wurde. Aber keiner wusste wahrscheinlich, warum er verboten wurde. Mhm. Jetzt sind wir ja 2020, Dezember 2020. Mhm. Es hat sich also irgendwas verändert zwischen 1935 und 2020. Warum ist Hanf auf einmal wieder aufgetaucht? Oder ist das immer noch so eine Grauzone, in Anführungsstrichen Berlin? Also warum ist Hanf wieder da? Der Anbau von Faserhanf ist in Deutschland, ich glaube, seit 1996 wieder erlaubt. Zu verschiedenen Zwecken. Also es geht im Endeffekt um die Ölproduktion, um die Fasern. In der Wirtschaft wird die Hanffaser genutzt, um Kunststoffe zu verstärken. Es werden verschiedene Gewebe draus gebaut. Beton wird verstärkt mit Hanf. Also die wirtschaftliche Nutzung ist groß. Warum er wirklich wieder legalisiert wurde, der Anbau in Deutschland, weiß ich nicht. Fakt ist, er ist seit 1998 erlaubt. Und ich kenne einige große Hanfaktivisten, die wirklich seit dieser Zeit in der Branche aktiv sind. Und denen habe ich auch einiges zu verdanken, weil die unterstützen uns Kleine, dass wir diese Pflanze auch wieder zurückbringen. So, das ist wie eine große Community. Thema Hanf. Cannabis, THC, ist in Deutschland seit 3 Jahren verschreibungsfähig. Sprich, wenn man Aussichten auf Heilung hat, der Arzt einen unterstützt dabei, dann verschreibt einem der Arzt tatsächlich Cannabisblüten zu medizinischen Zwecken. Ich kenne tatsächlich eine Dame, die hatte Krebs. Die kommt aus der Umgebung. Die hatte 3-mal Brustkrebs, hormonell bedingt. Die lag auf Palliativstation beim 3. Mal. Machen wir noch eine Chemotherapie? Hat sie gesagt, nein, macht sie nicht. Die hat angefangen mit diesem CBD, hat es in hohen Dosen benutzt, fand einen Arzt, der ihr THC dazu verschrieben hat. Die hat ihre Ernährung umgestellt, hat psychische Konflikte eruiert in ihrem Leben und hat ihr Leben so verändert, dass diese Stressfaktoren nicht mehr an der Tagesordnung waren. Die hat es, und es grenzt an ein Wunder, hat es geschafft, innerhalb von 1 Jahr aus einer palliativ-stationären Behandlung in ein gesundes Leben zurückzufinden. Und die ist inzwischen gesund, und die können da auch überall Vorträge halten über das, was sie über ihren Körper, ihre Psyche und die Natur erfahren hat. Mhm, THC, bei den Krebs ist THC auch sehr wichtig. Es hat auch viele gute Eigenschaften bei Multiple Sklerose, Morbus Crohn. Viele Krankheiten brauchen auch THC. Aber das, was aus dem legalen Faserhanf gewonnen wird, CBD, hat auch sehr viele positive Eigenschaften. Mhm. Bevor wir auf diese einzelnen Eigenschaften zu sprechen kommen, weil es kamen zum Beispiel ein paar Fragen aus der Community. Wie wird denn CBD aus der Hanfpflanze gewonnen? Weil wenn ich jetzt nach einem CBD-Produkt schaue, auch bei euch auf der Homepage, finde ich ja CBD-Öle mit verschiedenen Prozentangaben. Mhm. Was bedeuten die Prozentangaben? Und nochmal zurückkehren zu meiner vorangegangenen Frage ist, wie wird CBD gewonnen aus der Hanfpflanze? Da gibt es tatsächlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man dieses CBD gewinnt. Wenn man in Apotheken geht, eine Alkoholtinktur kauft, dann funktioniert es so, dass irgendwelche Kräuter in einer alkoholischen Lösung eingelegt werden, die Wirkstoffe in den Alkohol gelangen. Das ist eine Möglichkeit. Wenn man den Alkohol dann verdunsten lässt, bleibt übrig das Wirkstoffspektrum, also das Hanfextrakt. Mit Alkohol kann man extrahieren. Es gibt Möglichkeiten, mit verschiedenen Gasformen zu extrahieren. Da wird quasi das Gas durch die Blüten durchgeleitet und nimmt verschiedene Moleküle mit. Es gibt Möglichkeiten, es zu pressen unter hohen Temperaturen. Dann werden quasi Harze aus der Blüte herausgepresst. Es gibt Ultraschallextraktion. Da wird dann quasi in eine Trägerlösung das Blütenmaterial mit einer Ultraschallfrequenz behandelt, und durch die hohen Frequenzen werden Moleküle rausgelöst.
Wir lassen unser Öl herstellen durch die sogenannte CO2-Extraktion. Das kommt aus der Hopfenbranche. Wenn man zum Beispiel Hopfenblüten mit CO2 unter einem gewissen Druck und gewissen Temperaturen presst, dann wird aus den Blüten ein Hopfenextrakt generiert und am Schluss kommen kleine Pellets raus. Viele Biersorten werden tatsächlich nicht mehr aus Hopfendolden gebraut, weil die Logistik, die großen Mengen an Dolden durch die Welt zu schiffern, die Haltbarkeit ist einfach nicht so gut, wie wenn man einen Extrakt gewinnt. Und aus dieser Branche kommt quasi dieses Verfahren CO2-Extraktion. Hanfhopfen sind verwandt. Ich weiß nicht, wer die erste Extraktion durchgeführt hat. Jedenfalls ist diese Art der Extraktion lebensmittelrein. Es wird quasi CO2 in Verbindung mit den Blüten gebracht. Und wenn der Extraktionsvorgang beendet ist, wird das CO2 wieder entnommen, sodass nur der reine Extrakt übrig bleibt. Also es ist ein lösemittelfreier Extraktionsvorgang, sogenannte hyperkritische CO2-Extraktion. Und das ist in der Hanfbranche eigentlich die gängigste Möglichkeit, den Extrakt aus den Blüten zu gewinnen. Jetzt habt ihr also das Extrakt aus der Hanfpflanze gewonnen. Wie kommen jetzt die einzelnen Prozente zustande? Ja, es kommt zunächst mal auf die Ursprungssorten an. Also auch im Faserhanf gibt es verschiedene CBD-Anteile. Manche Sorten haben nur 1%, dann gibt es Sorten, die haben 6, 7, 8%. Und wenn man natürlich aus einer starken CBD-Sorte einen Extrakt gewinnt, ist das Endprodukt höherprozentig, wie wenn ich eine Pflanze habe, die 1% CBD enthält. Da kommen dann vielleicht nur 2, 3% raus im Extrakt anschließend. Also das Verfahren. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, die Öle nachzubearbeiten. Es werden sozusagen sekundäre Pflanzenhilfsstoffe entfernt. Und wenn ich jetzt vorher in diesem Topf 5% CBD hatte und alle anderen Stoffe und ich die Hälfte von den Stoffen rausnehme, dann bleibt im Verhältnis dann vielleicht 10% CBD in diesem Topf, weil die anderen Stoffe ja fehlen. So kann man auch höhere Extrakte gewinnen. Okay, also es wird also von außen nicht was hinzugegeben, sondern eher entsprechend Stoffe rausgenommen, um den CBD-Gehalt höher zu machen. Ja, man kann tatsächlich auch, wenn man ein gutes Basisöl besitzt, das alle Stoffe aus dem Hanf enthält, dann kann man dieses Öl auch noch mit, es gibt sogenannte CBD-Destillate, da kommt jetzt viel aus der Schweiz oder aus den USA. Da wird quasi, wie ich vorhin erklärt habe, ein Alkohol-Destillat hergestellt und übrig bleibt dann die Reinform aller Inhaltsstoffe aus dem Hanf. Und da hat man dann vielleicht 70, 80, 90% in diesem Destillat und die ganzen Pflanzenhilfsstoffe, ätherische Öle, Terpene, Flavonoide, fast alles drin ist. Und wenn man solche Stoffe hinzugibt zu einem Basisöl, dann kann man das auch verstärken. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Ich wiederum bin gar nicht der Fan von hohen Prozentzahlen. Viele denken, oh, da nehme ich viel Prozent, habe ich viel Wirkung. Die Tatsache, dass in einem CBD-Extrakt über 100 verschiedene Stoffe drin sind, zum Beispiel Terpene. Sagt dir Terpene was? Das ist quasi wie eine Tanne, das sind so Aromastoffe, denke ich, Genau, so wie Tanne eine ist ein gutes Tanne so Beispiel. riecht. Im Wald die Kiefer, das Kiefernaroma rieche, führt das dazu, dass unsere Bronchien erweitert werden und der Blutdruck senkt. Waldbaden, ich dachte immer, ne, ihr badet im Wald. Nee, man badet im Duft der Bäume. So, und dieser Duft hat eine lindernde Wirkung auf uns. So. Da gibt es Pinen, ist im Hanf enthalten. Limonen, das wirkt leicht anregend, das ist in Zitronen. Humulen, ein Hopfenterpen, wirkt beruhigend. Aus dem Lavendel sind Stoffe drin, aus der Mango, Myrrhen ist drin, Eukalyptol, es wirkt entzündungshemmend ist drin. Es gibt viele Stoffe, die in der Natur vorhanden sind, auch im Hanf. Und diese Stoffe in ihrer Synergie erzeugen, ich erkläre das immer so, ist wie eine Symphonie der verschiedenen Schwingungen im Hanf. So, und am Schluss wird es ein wunderschöner Sound sein. Und je mehr von diesen Inhaltsstoffen drin sind, desto schöner ist das Lied, das der Hanf spielt. So, und je weniger Stoffe das drin sind, desto weniger empfindet man vielleicht auch.
durch die Einnahme von dem Öl. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es absolut nachvollziehbar. Das ist vielleicht vergleichbar, wenn ich jetzt eine isolierte Fructose betrachte oder einen Apfel. Ne? Genau. Und so ist es genauso mit einem Hanföl oder mit einem CBD-Öl. Es ist halt Ist nicht genau. nur das CBD, sondern alles, was drumherum ist. Die ganzen Best Buddies und Freunde und Terpene und Co., die sie mitbringen. Allein in einem CBD-Extrakt ist ja nicht nur Cannabidiol drin, da ist wie gesagt auch THC drin, unter 0,2%. Dann gibt es Cannabigerol, Cannabidivarin, CBV, CBN. So viele Stoffe, die gleichzeitig drin sind. Und diese Stoffe wirken miteinander. Das nennt sich der sogenannte Entourage-Effekt. So, die unterstützen sich in ihrer Wirkung. So. Warum wirkt CBD auf unseren Säugetierorganismus? Das liegt einfach daran, hast du schon dieses Endocannabinoid-System gehört, dieses Wort? Ja, also ich weiß, Ja? dass wir verschiedene Rezeptoren haben. Ja? Ich glaube CB1, CB2-Rezeptoren. Manche machen einen so ein bisschen schläfrig, manche sedieren. Das ist Ja. das zumindest, was ich von gelesen habe. Aber klär uns gerne auf. Ich bin da Na. offen für alles. Wir als Säugetiere, jedes Säugetier besitzt dieses Endocannabinoid-System. Was ist das Endocannabinoid-System? Im Endeffekt, grob erklärt, basiert ja unser ganzer Körper auf Reizen, auf Reizübertragung, auf elektrischen Impulsen, die hin und her gesendet werden. Die Zelle macht das, 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 das. Diese Reize werden jetzt in diesem Fall über Calcium-Ionen-Kanäle übertragen. So. Da werden die Impulse übertragen. Jetzt gibt es verschiedene Cannabinoide, die blockieren diese Impulse, manche fördern die so. Das Endocannabinoid-System steuert im Endeffekt alles. Es steuert unser Gehirn, unser Gedächtnis, unser Puls, unser Blutdruck, unser Atemreflex, unser Schlafwachrhythmus, unsere Verdauung, Knochen. Alles wird am Säugetier durch dieses Endocannabinoid-System gesteuert. Und zwar durch körpereigene Botenstoffe, Anandamid, Glückseligkeits- Botenstoff, 2-AG, Serotonin, so viele Stoffe sind dafür verantwortlich, dass unsere Bahnen normale Reize übertragen. Wenn man jetzt eine Krankheit hat oder einen Unfall oder Schadstoffe oder irgendwelche Ursachen dafür gesorgt haben, dass diese Reizübertragung in unserem Körper irgendwo blockiert ist, dann kommt es irgendwo zu Krankheiten. Das Verrückte ist, dass viele Stoffe im Hanf eben an diesen Rezeptoren, die du vorhin genannt hast, CB1, CB2, Vanilloid-Rezeptoren andocken und dafür sorgen, dass unser Körper diese Botenstoffe wieder selber produziert, in Homöostase quasi kommt, ins Gleichgewicht und so kann unser Körper wieder seine Reize so übermitteln, wie er es im gesunden Zustand konnte. Und das führt dazu, dass wirklich viele Probleme intern gelöst werden, ohne dass man irgendwelche Schmerzen überdeckt, so bla bla bla, was auch immer. Nee, die Ursache wird angegangen. Das ist das Endocannabinoid-System. Spektakulär. Entdeckt hat es Professor Dr. Mekolam, ein Israeli, der wirklich seit, ich glaube, seit 30 Jahren extrem tolle Forschungsergebnisse in Sachen Cannabis hat. Also die Israelis, die sind da wirklich sehr weit und da wird es auch unterstützt, dieses Thema. Und deswegen findet er immer mehr spektakuläre Sachen aus. Ich entnehme gerade, das ist wie so ein kleiner Reset-Knopf. Also, weil es kommt zum Beispiel die Frage, die Wirkungsweise hast du grandios, also die Frage brauche ich gar nicht mehr stellen, aber auch Einsatzgebiete. Weil du sagst, okay, Ursachen angehen. Ne? Wir haben ein Cannabidiol-System und Genau. wir können es von außen quasi auch mit einem CBD-Öl entsprechend oder einem CBD-Extrakt unterstützen. Welche Einsatzzwecke schildern denn so deine Verbraucher und Benutzer des CBD-Öls? Ich persönlich darf ja als Landwirt und nicht Arzt oder Apotheker keine Heilsversprechen geben. Ich darf quasi nicht sagen, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Vorhin habe ich von meiner guten Freundin, die an Krebs erkrankt war, gesprochen, so. Sie hat es am eigenen Körper erlebt. Also es gibt Studien, die behaupten, dass CBD die Sauerstoffzufuhr in den Tumorzellen reduziert und somit die Überlebenschancen dieser Tumorzellen
sinken. Angiogenese nennt sich dieser Prozess. Anderer Prozess heißt, im Körper der programmierte Zelltod. Der Körper entschlackt sich von alten Zellen. Dieser Vorgang wird in Krebszellen durch Cannabinoide hervorgerufen, quasi. Apoptose nennt sich dieser Vorgang. Spektakulär. Des Weiteren sorgt der Hanf auch irgendwie für Wohlbefinden, zum Erhalt des Wohlbefindens. Das darf ich sagen, CBD ist gut für den Erhalt des Wohlbefindens. Wie macht er das? Serotonin wird ausgeglichen, Adrenalin wird reduziert quasi. Dieses Stresslevel, auf dem manche Menschen sind, es geht einfach runter. Und ich habe hier Leute gehabt, die sagen, der Duft des Öles, weil offiziell darf man es ja nicht einnehmen, das ist ein Aromaöl. Der Duft dieses Öles hat in mir dafür gesorgt, dass so innere Unruhe, so Ängste und Zwänge, die habe ich irgendwie vergessen und habe mich selbst gewundert, wie das sein kann. So. Und ich sage mir, auf dieser Basis, wenn man im Einklang ist, da geht einiges, ne, in seinem Körper. Heilung. Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch, das hatte ich im Vorgespräch schon mal erwähnt, wenn ich zum Beispiel einen anstrengenden Tag hatte, ob es jetzt ein hartes Training war oder wirklich auch psychischen Stress, ich nutze CBD zum Einschlafen. Das ist wirklich dieser, wie so ein Ausschalter, wo ich runterfahre. Und das beschreibt eigentlich genau das, was du gerade erzählst, so diesen Ausgleich, diese Homöostase, diese Balance von außen. Ja. Es ist jetzt nicht, wie wenn man irgendwelche Schlafmittel nimmt, oder Sedativa, die einen so... Nee, das ist kein irgendwie so, dass du benebelt bist. Es ist so ein... Wenn ich zu viel davon nehme, ich habe ja damit auch schon ein bisschen rumexperimentiert, als ob der gesamte Muskeltonus, das ist jetzt mein Empfinden, als ob der Muskeltonus runterfährt. Und wenn ich das übertreibe einen Abend vorher, dann stehe ich früh auf wie Gummi. Dann stehe ich auf und boah, was ist das denn? Muskelrelaxanz. Ich habe befreundete Sportler, Fitnessleute, die nutzen das quasi und sagen, Muskelkater hat nachgelassen seitdem. Ne? Ich habe einen befreundeten Polizisten, der nach einem schweren Unfall quasi Lähmungserscheinungen hatte und jetzt quasi trotz dieser Lähmung immer noch Spasmen hat und Phantomschmerzen. Und er sagt, dass das CBD die Spasmen fast runtergefahren hat, so diese Krampfanfälle. Das ist Entkrampfen. Hm. Also ich glaube, die Einsatzzwecke für diejenigen, die das schon verwenden oder sogar auch in Dosierungen nutzen, weil es der Therapeut, der Arzt ihnen empfohlen hat, die wissen dann, okay, CBD ist nicht nur ein Aromaöl, sondern ich kann es auch anderweitig einsetzen. Illegal, wie gesagt. Genau, genau. Also diejenigen, die es einnehmen, ihr macht was Illegales. Ja? Es kam zum Beispiel eine Frage, ob ich CBD-Öl auch über die Haut aufnehmen kann. Tatsächlich habe ich einen befreundeten Pharmazeuten, der eine Creme hergestellt hat. Der hat auch Weihrauch mit drin, verschiedene andere Sachen. Ja, CBD kann über die Haut aufgenommen werden. So. Und das Interessante ist, es wird in den Fettzellen gespeichert und geht nicht auf einmal ins Blut, sondern retardähnlich so. Es ist, bildet quasi ein Depot in den Fettzellen und wird Stück für Stück abgegeben. Es kann auch über die Haut aufgenommen werden. Kannst du mal. Also Eincremen ist erlaubt, Einatmen ist erlaubt, nur nicht in den Mund. Verrückt. Ich war vor kurzem im Urlaub, habe mir ein Land rausgesucht, wo Corona im Griff ist. So, ich war in Kuba. Und was in Kuba nicht so schön war, waren die ganzen Insekten. Da war tatsächlich eine Dame, die hatte einen allergischen Schock, weil die über 500 Stiche innerhalb von einer Nacht hatte. Von irgendwelchen blöden Viechern. Dann habe ich der ganze Körper gejuckt. Und ich hatte eben eine Creme dabei mit CBD drin. Und habe gesagt, probier das bitte mal. Probier es mal, ob es dir hilft. Und die hat jetzt eine neue Creme. Die will unbedingt wieder eine haben, weil sie sagt, sie hat es ausprobiert. Ein Bein eincremen, das andere nicht. Sie hat selber nicht geglaubt, der Juckreiz war fast auf null, wenn die diese Creme benutzt hat. Also auch hier die Anwendung ist universell. Ich würde gerne einmal auf die Reinheit und Qualität zu sprechen kommen, weil, sind wir mal ehrlich,
CBD gibt es ja, kann ich zu Rossmann gehen, kann ich zu DM gehen. Ich glaube, in vielen Läden ist das in irgendeiner Form präsent. Und eine wirklich nachvollziehbare Frage aus Instagram von der Community ist, wie finde ich denn gutes CBD? Beziehungsweise was macht die Qualität eines guten CBDs aus? Also ich sage, in Europa gibt es sehr viel gute Öle, gute Extrakte, gute Hersteller, die auch Wert drauf legen. So die authentischen, wo man weiß, wie sind eure Rezepturen, was habt ihr in den Ölen drin. Je nachdem, wenn die Läden schon lange im Geschäft sind, kann man auch verschiedene Referenzen überprüfen, googeln. Also ich kenne persönlich einige Hersteller, die sehr gutes Öl machen. Worauf legen die Wert? Die legen Wert darauf, dass der Anbau pestizid- und schadstofffrei stattfindet. Hanf braucht keine Pestizide, braucht eigentlich keinen Dünger. Wir packen unseren Mist auf die Felder von unseren Tieren. Jauche wird mit draufgefahren, also organischer Dünger. Ein bisschen Aktivkohle kommt mit drauf, ne, so um die Bodenverfügbarkeit zu verbessern und solches. Also mir ging es von Anfang an darum zu wissen, wenn jemand hohe Dosen von diesem Öl inhaliert, dann möchte ich nicht, dass er in seinem Körper irgendwelche Schadstoffe zusätzlich aufnimmt. Deswegen war es mir wichtig, unseren Hanf sauber anzubauen. Wir sind inzwischen biologisch. Das Öl ist nicht zertifiziert, aber ich weiß, was drin ist, und das ist das Wichtige. Und es gibt viele Hersteller, die so arbeiten, glaube ich, ne? Warum, also kann man Hanf gänzlich nicht biozertifizieren, also CBD-Öl, oder ist das dann, und da können wir ehrlich sein, also ich kenne einige Öko-Hersteller, ich bin in Ja. Leipzig gut vernetzt mit Direktherstellern, die Ja. biologisch arbeiten, aber das Biozertifikat nicht kaufen, weil es einfach Ja. schweineteuer ist. Ganz genau, das ist auch der Grund, warum wir keins haben. Ich habe einen befreundeten großen Hanfproduzenten, der sagt, dieses Siegel zu kaufen mit dem, was man dann beim Öl an Wertschätzung hinzugewinnt, das steht in keinem Verhältnis. Und wenn man dieses Wissen, seine Anbautechniken vertrauensvoll kommuniziert und seine Herstellungsprozesse, dann muss man nicht unbedingt Biosiegel haben. Viele sagen, es soll sein. Es gibt chinesische Biosiegel. Weiß nicht, wie die Standards weltweit sind. Vielleicht sind bei uns manche Produzenten besser wie jemand, der sich so ein Siegel draufgeklebt hat und sagte, ich bin toll. Ne? Kommt immer darauf an, wer was warum macht. Macht man das aus Überzeugung, dann werden die Sachen auch gut sein, denke ich. Wie kann ich dann mein CBD finden? Weil es war auch eine Frage aus der Community. Wie finde ich jetzt für mich das richtige CBD? Ich habe selbst auch bei einigen CBDs Unterschiede gespürt, obwohl es die gleichen Prozente waren, gleiche Größe, gleich Pipette, bloß anderes Label. Wie finde ich jetzt das CBD, was für meinen Körper gut ist? Durch Try and Error, durch Probieren würde ich einfach mal sagen. Es gibt ja auch CBD-Öle, die fast durchsichtig sind. Die sind dann immer super günstig, sind die Preisrunner, die enthalten aber in der Regel gar nicht mehr so viel aus der Hanfpflanze, sondern da wird synthetisches, also aus der Pflanze gefiltertes Cannabidiol in dem Trägeröl gemixt, geschüttelt, so tschuk, 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 und dann sagen, hey, schau, toll, das ist unser Öl. Das ist übrigens auch das, was die Pharmaindustrie in Zukunft auf den Markt bringen möchte. Die werden keine Vollspektrumextrakte mit allen Substanzen anbieten. Die sind ja nicht zertifizierbar, die Wirkungsschwankungen sind so groß. Die werden dann wirklich die reinen Substanzen anbieten. Und dann natürlich auch mehr Nebenwirkungen. Also diese wirklich sehr hellen Öle sind oft sehr gesäuberte Öle, so, oder mit wenigen Wirkstoffen. Manchen hilft das gut, aber viele sagen, je dunkler das Öl ist, desto mehr Pflanzenhilfsstoffe sind darin enthalten und desto besser kann es auch wirken. Das ist auch so ein Indiz, also die Farbe, der Geschmack. Wenn ein Öl nach nichts schmeckt, dann kann auch nicht viel drin sein, so. CBD-Öl muss bitter schmecken, so, weil das Chlorophyll aus der Pflanze einfach bitter schmeckt und Bitterstoffe, die im Öl drin sind, einfach gesund sind. Wenn die nicht mehr drin sind, es gibt so Convenience-Produkte, die schmecken dann nach Erdbeere oder nach Kirsche, ist auch toll, wenn man das so als Lifestyle-Mittel einnimmt. Und es hilft mit Sicherheit auch, aber ein CBD-Öl, das sehr gut schmeckt, muss nicht immer unbedingt gut wirken.
Okay. Also ich nehme heraus, es sollte dunkel sein, weil dann einfach mehr Zusatzstoffe, in Anführungsstrichen natürliche Zusatzstoffe aus der Hanfpflanze mit drin sind. Genau, die Und Ursprungsinhalte. wenn man es essen sollte, mal angenommen, dann sollte es bitter sein. Genau, der Geruch, oh, ich habe mich schon wieder versprochen. Es soll ein milderes Aroma haben, ja. Ja, also wir wissen ja, es ist ein Aromaöl und wenn ihr das für die orale Anwendung nutzt, dann auf eigenem Ermessen und seid euch bewusst, dass ihr macht was Illegales. Sagen wir es so, wie es ist. Das ist ein Aromaöl, CBD-Aromaöl ist nicht dafür gedacht, es oral einzunehmen. Wenn ihr es tut, dann aus eigenem Ermessen. Es war ja nicht Okay. immer so. Also die Tatsache, dass CBD als Nahrungsergänzungsmittel so in Verruf geraten ist, ist zurückzuführen auf eine EU-Neuklassifizierung. Es wird, ich glaube, seit 2 Jahren behauptet, dass dieser Hanfextrakt, CBD-Öl, kein Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel mehr sein, sondern ein sogenanntes neuartiges Lebensmittel. Was ist das? Neuartige Lebensmittel fallen in die Geschichte, alles, was von vor 97 nicht verfügbar war auf dem Markt, erst nachdem entwickelt wurde, muss gesondert überprüft werden, weil es ein sogenanntes neuartiges Lebensmittel ist. Beim CBD funktioniert es so, man überprüft die letale Dosis, also die Menge, die man braucht, um zu sterben, erst an der Bakterie, dann an der Maus, dann an der Katze, dann am Hund, am Schaf, am Pferd, bis hoch zu großen Tieren. Das wird alles universitär begleitet in verschiedenen Studien. Ich habe einen Partner, der das durch hat, dieses Verfahren, Novel Food Antrag. Der sagt, das hat ihn bisher über 500.000 Euro gekostet. Und theoretisch müsste die EU-Kommission innerhalb von 3 Monaten eine Entscheidung fällen über diesen Antrag. Er wartet schon seit 2,5 Jahren drauf. Und es gibt einige große Produzenten, die dieses Novel Food Verfahren anberaumt haben, aber einfach keine Antwort kriegen von der Kommission. Warum? CBD ist eigentlich noch was ganz Neues, was noch niemand kennt. So. Meine Theorie ist, dass da andere Mächte im Spiel sind, die sich dieses Mittel eben auch mit ins Portfolio packen wollen und versuchen, der bereits entstandenen Wirtschaftsbranche Steine in den Weg zu legen, um dann selber plötzlich dazustehen und zu sagen, hey, wir haben das Heilmittel jetzt für euch noch. Ich weiß nicht. Aber hast du davon auch gesagt, das sind vielleicht auch Öle, die sehr hell sind, Ja. synthetisch hergestellt und das volle Wirkspektrum findet man dann eher in Ölen, die aus der gesamten Pflanze gewonnen werden, wo ihr das Voll dann an der Spektrum. Farbe, Geschmack und Co. auch erkennen könnt, so wie Uwe ja Voll bezeichnet und Spektrum. beschrieben hat. Ja. Okay, lass mich kurz schauen, ob wir noch eine Frage aus der Community haben. Ja, es kommt noch kam noch eine Frage. Hilft es bei Schreckhaftigkeit und Anspannung? Indirekt hast du es schon benannt. Ich habe davon auch schon gesagt, ne, dass ich, wenn ich angespannt bin, es entsprechend mich hilft, runterzufahren. Ja. Ja. Hat ja wahrscheinlich auch oft mit irgendwelchen Urinstinkten zu tun. Angespanntheit, Schreckhaft, immer achtsam sein, ob der Tiger kommt, so immer auf Adrenalin, die ganze Zeit. Adrenalinpegel kann gesenkt werden durch CBD. Also denke ich auch, dass diese Angststörungen, wenn man es so nennen kann, vielleicht ein bisschen besser werden. Kannst du Aussagen zur Dosierung geben? Weil das wäre ja auch eine Frage, weil die Angaben im Internet sehr unterschiedlich sind. Das ist wirklich, jeder Körper empfindet den Geruch anders. Die einen empfinden sehr intensiv, bei wenigen Tropfen, das Aroma. Andere Menschen riechen nichts, obwohl sie die halbe Flasche unter der Nase haben. Deswegen, im Endeffekt, muss man das selbst ausprobieren. So. Kleine Menge zu Beginn. Und gegebenenfalls steigern, wenn man nichts empfindet. Ja. Okay, dann hätten wir im Prinzip die Frage auch beantwortet. Lass mich kurz schauen. Doch, wir haben alle Fragen beantwortet. Wir haben auch über Wirkungsweise und Co. gesprochen. Eine letzte Frage habe ich noch, Uwe, an dich. Wie schaut denn so dein Alltag aus auf so einer Hanfplantage? Ja, Plantage. Ich höre es oft. Plantage. Ich nenne es Acker, ich nenne es Hanffeld, ne?
Hanfacker. Plantage klingt cooler, ne? Ja. Naja, wie schaut mein Alltag aus so? Im Sommer wächst der Hanf. Wir ernten den Hanf über mehrere Monate, je nach Erntezeitpunkt. Verschiedene Sorten brauchen länger. So, Winter ist Vorbereitung, Logistikphase. Im Frühjahr werden die Felder vorbereitet, wenn Mist ausgebracht, wenn geackert. So, dann wird der Hanf ausgesät, dann kümmern wir uns drum. Also die Zeit des Anbaus nimmt schon viel Arbeit in Anspruch. Wir haben ja den kleinen Online-Shop so seit 2, 3 Jahren. Und ich bin froh, dass die Resonanz bei uns stetig wächst. So. Aufgrund dessen habe ich auch hier bei mir, ich kann ja mal eine kurze, ich befinde mich hier bei mir in meinem Multifunktionsraum. Das ist hier mein Lieblingsmitarbeiter, der macht alles hier in Also dieser falls ihr Fläche. das Video schaut, ne, und ihr jetzt nur auditiv, Uwe macht gerade einen Schwenk mit der Kamera durchs Büro und zeigt uns einen Einblick hinter die Kulissen. Das ist meine Verpackungsstation. Ja, hier haben wir verschiedene tolle Nahrungsergänzungsmittel von befreundeten Händlern zur Ausstellung. Hier ist die Hygiene-Ecke. Das sind meine Öle. Ja, was soll ich sagen? Ich arbeite hier in diesem Raum wirklich den halben Tag so. Sei es Versand oder wenn Leute anrufen und Fragen haben. Ich forsche bei mir ein bisschen im Labor mit neuen Rezepturen und so weiter. Also das ist mein Alltag. Ich bin wirklich den ganzen Tag mit dieser Pflanze beschäftigt. Und es macht mir Spaß. Wir haben einen Bauernhof draußen. Meine Eltern sind inzwischen 72, die Mutter 77, der Vater. Die können sich nicht mehr so um unsere Tiere kümmern. Das ist quasi meine Aufgabe. Aber ich bin froh, dass ich hier Freunde und Helfer gefunden habe, die mir diese Aufgaben abnehmen, sodass ich mich hier komplett auf die Handelsgeschichte fixieren kann. Ich glaube, das haben die Zuschauer und Zuhörer auch mitbekommen, dass du das lebst, was du erzählst. Ne? Also auch, hatte ich bisher noch in keinem Interview, dass einmal die Kamera so zack durch den Raum geschwenkt wird. Also erstmal vielen lieben Dank auch, dass du da so authentisch und ehrlich und in meinen Augen, ja, du lebst das. Und das kommt bei mir auch an. Ich glaube, das kriegen die Zuschauer und Zuhörer auch mit. Du lebst es auch. Ich sehe deine Outdoor-Sport-Sessions in Leipzig noch. Bin übrigens am Wochenende auch wieder in Leipzig. Vielleicht. Vielleicht können wir das direkt verknüpfen. Du hast einen Ja. Online-Shop, Uwe, du hast einen Online-Shop erwähnt. Wie heißt denn der? Also falls jetzt jemand sagt, du, Uwe, das ist echt ein dufter, cooler Typ und der hat Ja. da CBD, wie kriege Ja. ich das dann? Also wie schaut denn euer Online-Shop aus? Wie heißt denn der? Wie kann Wir ich mit können dir in einmal Kontakt googeln. treten? Oben kann man es lesen. Frankenwaldhanf.de. Ist aber verkehrt rum, oder? Die Schrift. Nee, ist richtig rum. Also ich sehe es Ach richtig so. rum. Und wenn ihr es nicht lesen könnt und ihr es nur hört, dann schreibe ich euch das natürlich auch in die Shownotes direkt zum Anklicken. Cool. Da können wir gerne mal reinschauen. Da habe ich auch so eine kleine News-Session. Was so passiert. Ich habe viele Leute auf Instagram, die verschiedene wichtige Sachen bereitstellen. Das poste ich dann alles bei uns im Shop mit in der News-Sektion. Da kann man auch einiges erfahren über die Hanfgeschichte. Ne? Also verlinke ich euch auch entsprechend. Wie heißt euer Instagram-Kanal? Direkt Oh, Frankenwaldhanf? alles frankenwaldhanf.de. Okay. Also auch da gerne mal vorbeischauen. Denkt dran, aufgrund dessen, weil wir kostenfreien Content da zur Verfügung stellen, ein Abo, mal ein Like, mal ein Kommentar, abspeichern, Uwe eine Nachricht schicken. Das ist der Dank, den ihr quasi auch kostenfreien Content entsprechend, ja, das ist der Dank, den ihr dem entgegenbringen könnt. Ich danke dir für diese tolle Werbung. Ja. Nee, das ist ja tatsächlich so. Ne? Also wir geben ja wirklich auch viel Inhalte raus und wir lieben das ja auch, was wir tun. Aber jeder, der sich mit Instagram und Social Media ein bisschen beschäftigt, das kann manchmal echt ein Schwein sein, auf gut Deutsch, mit Reichweite und Likes und Ausstrahlung. Ja, das ist ein Thema für sich. Nichtsdestotrotz, Uwe, wir sind quasi mit unserem Interview am Ende. Wir haben deinen Shop. Wir wissen, wo wir dich finden. Wir wissen, wo du wohnst. Ihr könnt uns auch, ich weiß, wo du wohnst, ihr könnt uns auch echt gern besuchen im Sommer oder zu jeder Tag, naja, Nachtzeit nicht unbedingt, aber zu jeder Tageszeit könnt ihr uns besuchen. Wir zeigen euch unsere Scheune, da wo die Blüten getrocknet werden, so wie wir die Sachen verarbeiten. Und im Sommer natürlich sind
helfende Hände sehr willkommen, weil im Endeffekt werden die Hanfblüten, mal schauen, ob ich hier auch nochmal eine größere habe, die werden im Prinzip auch mit der Hand geerntet so. Also die Pflanze ist ja so groß, aber um am Schluss nur die Blüten in der Hand zu haben, muss man natürlich einiges dafür tun, ja. Und wir gehen tatsächlich aufs Feld und pflücken noch händisch. Das ist ein tolles Gefühl. Die Hände sind anschließend richtig schön schwarz. Und wenn man dran riecht, kann man sich Räucherkegel rausbauen, die man dann anzündet zur Aromatisierung. Ist wirklich eine tolle Pflanze. Und im Sommer ist bei uns die schönste Zeit. Es sind viele tolle Leute da, die uns unterstützen. Dieses Jahr aufgrund von Corona leider reduziert, aber die letzten Jahre hatten wir hier im Schnitt 10 Leute, die bei uns, wir haben kleine Ferienwohnungen, die haben bei uns mitgewohnt, Kostenlogie, bisschen Ausgleich, Hanfernte. Fragen wir Cool. mal dann, du bist Also auch willkommen. habt das auf dem Schirm, falls ihr im Sommer nicht fliegen könnt oder woanders hin könnt, nach Frankenwald. Frankenwald, oder? Frankenwald ist der Ort. Dann da hinfahren und dann habt ihr einen schönen Urlaub. Frankenwald heißt das Mittelgebirge. Der Ort heißt Wolfersgrün, wie der Wolf und er ist grün. Ne? Aber ihr findet uns. Ne? Schaut auf die Homepage. Uwe, ich danke dir vielmals für die tollen Einblicke in deine Arbeit, auch das tolle Hintergrundwissen, was du zu CBD, zu den Wirkungsweisen, einfach mal so aus dem FF so rausgepustet hast. Also echt, echt Hammer. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn jemand Literatur was sucht, so zum Thema, wie wirkt denn der Hanf im Internet, da schreiben alle so viel. Das ist ein tolles Buch, so, das ist von einem Franjo Grotenhermann, das ist eigentlich die Koryphäe in der Hanfmedizin, ne? Das kann ich empfehlen, ja. Oder wer einfach sowas über diese Pflanze lernen möchte, dieses Buch. Das ist ein Wälzer, aber da steht wirklich alles drin, warum Hanf verboten wurde, wofür genutzt wurde. Also wer das Buch gelesen hat, der weiß alles. Spektakulär, ne? Verlinke ich euch auch in den Shownotes für diejenigen, die es jetzt nur auditiv haben. Uwe, ich danke dir viel, vielmals Carsten, danke und dir. ich hoffe, dass der eine oder andere, der das hört und sieht, auch gerne bei dir mal vorbeischaut. Vielleicht dir beim Ernten hilft, vielleicht dir auch das eine oder andere Produkt abkauft, sodass das entsprechend auch einen Mehrwert hat. Nee, Vielen lieben Dank. einfach Interesse zeigt so. Wir sind dafür da. Wenn ihr Fragen habt, raus damit. Machen wir. Uwe, vielen, vielen lieben Dank. Und an die Zuschauer, Zuhörer, abonnieren, kommentieren, teilen, liken, alles, was irgendwie anzuklicken ist, anklicken. Und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Abend, zumindest oder einen guten Tag. Bis bald. Ciao, Uwe. Auch danke. Peace. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.
dein Carsten.